Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die in der Alpha 21. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, Red Mesa, Restricted Area. Puh. Zack. Alles wieder da. So, Leute. Es wird ernst. Es wird richtig ernst. Ich sag's euch. Ich hab ein bisschen Pipi in den Augen. Mach mal das Ding hier aus. Mach doch mal das Ding jetzt hier aus. Warum geht das hier nicht raus? Jetzt habe ich es nur unsichtbar gemacht, ne? Kann ich das nicht irgendwie... Kriege ich das hier nicht irgendwie raus? So. Befallene. Zack. Ich krieg doch diesen roten Haken hier irgendwie raus. Nervt mich gerade ein bisschen. So. Ihr seht, ich bin mit dem großen Auto da. Wir haben viel vor. Ich habe soweit alles hier reingeschmissen, was ich nicht brauche. Munition habe ich ein bisschen was mit. Ich habe auch noch ein bisschen was hier mitgenommen. Die Drohne lasse ich erstmal drin. Granaten auch. Also ich habe nicht vor zu sterben. Wenn ich sterben sollte, muss ich halt mit dem Motorrad wieder herfahren. Ich finde es schade, dass man das irgendwie nicht rauskriegen kann, aber dann ist das halt so. Also ich habe wirklich Schiss, ne? Leute, ich habe wirklich... Warum? Warum haben wir hier noch die Munition dabei? Hä, warte mal. Achso, weil ich gerade aufgeladen habe. So, lass nochmal kurz alles machen. So. Shotgun haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier machen wir nochmal voll die Bude. Hier haben wir alles voll, hier haben wir alles voll. Okay. Okay, okay, okay. Also ich denke, ich werde die Folge auch wieder im Ganzen lassen. Ich mal gucken, vielleicht muss ich sie auch doch splitten. Ich weiß noch nicht genau. Wir müssen mal schauen. Ich bin mir noch unschlüssig. Wie kriege ich denn diese Scheiße hier weg? Wegpunkt entfernen. Ah, okay. Drück einfach auf Wegpunkt entfernen, dann geht der Wegpunkt auch weg, ne? Das Zuhause muss auch mal weg. Das nervt mich auch. Jetzt habe ich den kompletten Wegpunkt entfernt, ne? Wegpunkt speichern. Zu Hause. So, sind jetzt alle Dinger hier weg, weil das nervt mich nämlich. Das irritiert mich. So, befallene Stufe 6. Let's go. Ja, ich gehe ja schon. Er fängt ja schon gut an, ey. Das fängt schon gut an. Ist jetzt auch hinter sich? Okay, das ist neu. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Warte kurz. Leck mich. Willst du mich verarschen? Ich muss echt mal die Munition nehmen.
Boah. Alter. Hä, willst du mich rollen? Wie viel kommen denn da jetzt schon? Alter, das wird nur die erste Welle. Alter, verpiss dich, ey. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Ich sag euch, wie es ist, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, fuck off, ey. Alter Schwede, wie viele das waren. Ist noch draußen einer, ne? Hör du zu. Kommt noch einer. Ziemlich rollen. Kommt auch noch von oben, ne? Hey, wie viel stehen denn hier oben rum? Es waren jetzt bestimmt 20 Stück, oder? Wenn es langt. Ja, gut, das ist draußen, das juckt mich nicht. Alter. Ist doch nicht euer Ernst. Zu knicken, ey. Ich entschuldige mich sehr, dass ich so leise bin, aber ich bin so hoch konzentriert, leck mich am Arsch, das ist ja der Wahnsinn. Fick die Henne an, das kann ich nicht sagen, das ist ja abartig, was hier los ist. Das ist, das ist ja, ich bin so unvorbereitet, dass es schon gar nicht mehr geht. Ich bin so krass unvorbereitet, ich habe jetzt schon keine Munition mehr, ey. Alter Schwede, ey, leck mich fett, ey. Das ist doch nicht normal. Das ist doch einfach nicht normal. Wie viele Zombies hier drin sind. Das ist doch... Gut, das muss ich mitnehmen. Das auch. Ach, den hätte ich ja wegschmeißen können. Die Scheiße interessiert mich nicht. Fuck you, ey. Scheiße kann raus. Leck mich, ey. Alter, was? Alter, was? Scheiße, ich hab den nachgeladen.
Alter. Alter. Alter! Entschuldigung. Ich bin so offen. Ja, wo ist sie? Ja. Ja, wo ist sie? Okay. Hä? Ja, was ist denn hier? Ist sie irgendwo in einem Block oder was? Ich kapier's nicht. Es zeigt mir doch hier an. Ist die unsichtbar oder was? Ich check's nicht. Ich check es nicht. Ja, vielleicht. Taucht so irgendwann noch auf. Alter. Guck es mal an, ich hab fast keine Munition mehr. Und das gibt's auch noch als Nachtquest. Hau ab, ey. Müssen wir mit der MP schießen. Ja, aber die eine, wenn das dann nachher an der einen liegt, ne, die ich nicht finde, wäre das natürlich richtig bitter. So, was ist denn hier? Hier ist auch noch irgendwas, oder? Weil? Oh Mann, ey. Alter, das ist so übel. Das ist so übel, ne? Das ist so krass. Die soll ich fast mitnehmen. Alter Schwede, ey. Wo hier normalerweise, was weiß ich, 3, 4, 5 sind, sind hier einfach mal 20. Also Tier 6 ist wirklich... ist wirklich das Krasseste, was ich bis jetzt gemacht habe, ey. Jetzt schon. Alter, hast du mich erschreckt. Das ist wirklich jetzt schon echt übel, ey. Wo ist denn die? Was ist mit ihm? Und erstmal vorbei. Juckte mich nicht. Ich weiß nicht, wo die ist. Irgendwo wird sie sein. Ich habe immer Schiss, dass ich hier... Früher war das schlimm. Früher bist du immer, wenn du hier gelaufen bist, immer über den Rand sofort drüber. Mittlerweile haben sie es ein bisschen gepatcht, aber früher war es... schlimm. So. Hier unten wird es auch gleich nochmal übel. Das weiß ich jetzt schon. Hier ist er! Mutti, die süße Maus, da drüben rennt sie rum. Verstehe ich zwar jetzt nicht, aber... aber hier wird es jetzt dreckig, ne? Das weiß ich jetzt schon.
Hier, guck's dir an. Wie asozial, ey. Hier hätte ich eine Handgranate gebraucht, ne? Ich töte. Wo rennen die hin, die Striche? Wie? Wo rennen die hin, die Schweine? Hier bin ich. Oh Gott. Nein, ich bin nicht hier. Vielleicht bin ich auch doch hier. Puh. Ich lade erstmal nach. Aber vielleicht bin ich doch hier. Vielleicht kommen sie auch gleich von oben. Das hört sich zumindest an. Ja, yeah, von da kommen sie. Noch einer. Okay. Also zur Not können wir wirklich hier hochlatschen. Weißt du, hier sind nun mal auch nur zwei oder drei, ne? Das ist... Oh. Was kein Schuss mit Scheiße, ey. Scheiße, ey. So, also es tut mir wirklich, ich entschuldige mich wirklich, dass ich so leise bin. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin so unsagbar angespannt. Das ist... Fuck. So unfassbar angespannt. Fuck off, ey. Verreckt doch einfach, ihr Schweine! Oh, zum Glück habe ich die Repair-Kits mitgenommen, ey. Das ist ja übel, ey. Wahnsinn. Für so eine Kack-Duschraube. Toll. Super. Übrigens Munition hier drin wäre. Die gepennt die Schuhe, ne? Oh, fuck. Ja. Ja. War schon gelesen, ne? Alle schon gelesen, die Bücher. Na ja, gut, das ist noch nett. Die haben wir auch schon alle. Das war hier die Geschichte, ne? Ja. Pass mal auf, mach mal. Ah, ich hab bloß vier, ne? Ne, lass nochmal.
Okay, okay. Alter, das ist so abartig. Mach nie wieder die Tier-6-Quest. Ich hab Schnauze voll. Nie wieder. Ach komm, das Chili können wir gleich mal essen. Eins. Trinken können wir auch noch was. Alter, ey. Das brauchen wir alles, ne? Das können wir alles liegen lassen. Hier geht's mal. Was, aber jetzt mal ganz Butter bei die Fische. Wenn das da jetzt, hier ist ja noch nichts. Was ist dann beim Hauptloot? Dann ist Armageddon oder was? Dann ist komplett, da sind ja 80 Stück oder was? Natürlich. Die sind so ekelhaft, die Viecher, ne? Hallo? Alter! Das juckt den gar nicht, ne? So, hätte ich woanders das machen müssen, ne? Woanders, aber wo? Ja, so hochgemusst, ne? Nee, doch nicht. Okay. Wo ist denn hier der Hebel? Wo ist denn dann der Hebel? Das hat ja gut geklappt. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ah, hier sind ja bloß drei, das ist ja... Da kommen die von drüben schon hoch, oder was? Räudiges Bobbelding, ey. Ekelhaft. Widerlich. Hallo? Kleiner... Ja, weißt du, die juckt es halt nicht, wenn ich die abknall, ne? Da muss ich mir überlegen, eine andere Schrotzmunition zu nehmen, weil die juckt es ja gar nicht. Guck es mal an. Die juckt es ja kein Stück, wenn ich die damit abballer. Toll. Zum Essen.
So ein Mineralwasser ist nicht verkehrt, ja, das stimmt schon. Aber bitte erst die Tür zu. Warum nicht? Das finde ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht nett, wenn ich da reinballer, dass da trotzdem nichts passiert. Aber okay. Hat sich jetzt auch irgendwie komisch angehört, aber... Aber Kaffeepulver ganz im Ernst brauchen wir nicht. Dich können wir mal essen. Du kommst raus. Ess das auch mal. Und trink nochmal ein Wasser. Hier was? Fuck off, Alter. Was ist denn hier, ey? Hier ist er. Aus der Hölle, ey. Warum habe ich die Scheißrack-Granaten mitgenommen, ey? Hi. Oh, der lädt wie eine Schlaftablette, ne? Das geht mir auch so hart auf den Sack, dass der 3 Stunden braucht zum Laden, ey. Wahnsinn. Immer wie ewig der braucht. Das ist der Wahnsinn. So, aber die MP muss ich jetzt definitiv reparieren, weil sonst wird das hier nichts mehr. Hier ist Ende Gelände. Scheiße. Hier ist echt Ende Gelände, ey. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt, oder? Ist eine Schreierin oben oder was? Na gut, das ist mir egal. Zeig dir, wie es ist. Das ist mir egal. Gegen eine Schreierin kann ich nichts. Kann ich jetzt nichts machen. Das ist. Ist halt jetzt so. Ich latsche jetzt halt hoch wegen der. Oh, leck mich doch echt. Puh, Alter, das ist. Es ist nichts. Ich bin doch nicht mal beim Upload. Muss ich mal einmal verbinden. Oh, fuck off. Die zumachen? Nee. Gib dir das mal.
Wahnsinn. Das ist ja echt verkackt, wenn ich sagte, wie es ist. Da oben wird echt eine enge Geschichte. Ach, jetzt habe ich den Kopfhörer zu weit reingedrückt. Aua! Aber was ist denn jetzt? Alter Finne, ey. Ich hätte echt noch irgendwie einen Schubsi oder ein anderes Ding mitnehmen müssen, ne? Hä? Hä? Was ist jetzt aufgegangen? Oh Gott. Hä? Alter, wo kommt ihr denn her? Ah! Ah! Scheiße, ey, hab ich die. Oh, ich hätte die Handgranaten mitnehmen sollen, ne? Die habe ich nicht mitgenommen, ne? Shotgun bringt halt echt nicht wirklich was, ne? Geht hier einfach der Rollo auf, ne? Komme ich jetzt zum Schluss? Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen? Ich glaube fast nicht, ne? Oh fuck. Oh fuck. Fuck. Fuck, ich häng fest. Wo ging sie raus? Ich hab's vergessen, scheiße. Lauf! Lauf, du kleiner Stricher! Oh, Alter. Warum dreht er sich so langsam? Ich versteh's manchmal nicht. Manchmal ist er so scheiße langsam, ne? Thank you.
Gott. Viel sind's nicht mehr, ne? Hier ist noch eine. Hier läuft noch einer. Hä? Albi? Hier unten ist noch einer. Wo ist er? Warum kann ich denn eigentlich nicht rennen? Hä? Also manchmal bin ich echt... Wo sind die manchmal? Sind die einen drüber oder was? Alter, ich hab keine Munition mehr, ne? Ich bin noch nicht beim Hauptloot, ne? Und hab keine Munition. Oh, fuck. Fuck you, ey. Ja, ciao, Kakao. Ah, natürlich, Chausen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hier muss ich hin. Einer von hinten, ne? Gott. Oh fuck. Oh fuck. Ich bin verwirrt. Oh fuck. Ja, du interessierst mich gerade einen Scheiß, sag ich dir, wie es ist. Kein Mensch braucht jetzt eine Schreierin, ey. Die sind's nimmer, ne? Ach, die haben mich gut erwischt. Ja, verrückt in Hölle, ist mir egal. So, ich muss mich kurz aufleveln. Ich muss mich kurz healen, dann kann ich wieder weiter. Ich muss kurz einmal... Okay.
Wo sind sie da? Okay. Da müsste noch einer hier rumfliegen. Okay. Puh, Alter. Das war ein bisschen dumm. So, wie komme ich jetzt da hin? Irgendwo ist halt auch noch einer, ne? Das geht mir halt auch noch mal tierisch auf den Zwieback. Ich verstehe, komme ich da jetzt nicht rein? Hier irgendwo einen Strom anmachen müssen aus. Warte kurz. Da sind jetzt auch nochmal 18 Stück drin. Ah, ich hab's gewusst. Alter, ihr dreckigen Bastarde, ey. Ganz im Ernst, was seid ihr hier für Arschlöcher, für Dreckige, ey. Alter, vor allem, ich sag's nur so aus Spaß und da waren dann wirklich nochmal 10 Stück drin, ey. Ja, den einen müssen wir noch suchen, ne? Ah, lass uns erstmal hier Munition aufnehmen, vielleicht ein bisschen. Raus. Raus. Oh, eine 6er Machete. Verändern. Verändern. Die nehmen wir doch gern mit Handkuss. Du kommst raus. Oh, komm, der Scheiß kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Ah, die geht mir hart auf den Sack, ne? Die ruft jetzt nochmal Gott und die Welt hier auf den Tisch. Und den einen muss ich noch suchen. Wo auch immer der sich rumtreibt. Alter Schwede. Diese Dreckschreierin, ne, die geht mir auch noch hart auf den Sack. Aber das ist meistens so, wenn du in so großen Gebäuden bist, dass dann irgend so eine Schrulle kommt und dir noch die Leute aufhetzt. Oh, Wahnsinn. Weil noch ist nichts gegessen, ne? Wir haben immer noch einen. Pumpgun kann man gebrauchen. Aber wo der eine sich noch rumtreibt, ne? Das ist jetzt auch wieder die Suche, die Nadel im Heuhaufen. Oh. Alter, also mal wie viele Viecher. Wie viele Viecher. Das ist der Wahnsinn, ey. Das ist echt übel. Also Tier 6 ist... Also das nächste Mal müssen wir auf jeden Fall irgendwie ein Schubsi oder hier so ein Schießgerät, hier so eine kleine, keine Ahnung wie die heißt, Geschütztürme, irgendwie sowas mitnehmen. Und auf jeden Fall mehr Blöcke. Vielleicht nehmen wir, glaube ich, sogar auch Steinblöcke mit oder so. Da ist ja alles drin. Raus. Raus. Mitnehmen. Scrappen. Mitnehmen. Verändern. Mitnehmen. Lesen. Zack. Natürlich. Natürlich ist jetzt aber auch noch Nacht, ne?
Nee. Aber der hier, wo ist der? Und er zeigt mir den hier genau hier an. Hier war was. Halt dein Maul. War das noch nicht alles? Hä? Ja, aber so viel kann... Da kann doch nichts mehr übrig sein. Vor allem nicht mehr wie... Warum zeigt es denn auch nichts an? Machen wir nicht schwach. Ich habe wirklich gedacht, das wäre jetzt der letzte, den wir noch brauchen. Oh Gott. Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen offen und verwirrt. Sag ich dir, wie es ist. Weil das müsste eigentlich... Wir waren ja jetzt überall. Wenn es noch ein oder zwei sind, dann zeigt es ja eigentlich an. Aber das sind ja noch anscheinend dann... Viel mehr, die fehlen. Ja, das draußen ist mir egal. Bam, 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 bam. Hier waren wir drin. Muss ich sagen, bin ich sehr verwirrt. Weil normalerweise, wenn so ein, zwei Sachen sind, dann zeigt es dir das an, aber es scheint dann... Scheint noch viel mehr zu sein. Die wir übersehen haben. Nehmen wir ein bisschen. Wo haben wir denn welche vergessen? Okay, den kann man auch nicht aufheben. Noch. Ah, hier geht's noch. Nee. Hier ist alles. Nee, hier sind wir da hoch. Irgendwo, aber dann, dann müsst ihr mir doch eigentlich anzeigen, wo, und das verstehe ich nicht. Ich bin gerade fucking lost, ne?
stehender Bahnhof. Das macht ja keinen Sinn. Guck doch mal hier, aber das kann doch nicht sein. Wir haben doch... Also ich verstehe es nicht. Ich habe keinen Platz für Steine, ich kann sie nicht einsammeln. Ich bin full. Ist doch hier, ja. Hier war die Geschichte, hier war die Geschichte. Hier war die Geschichte. Gerade etwas lost in space. Hey, ich verstehe es wirklich nicht ganz im Ernst. It's not a bug, it's a feature, oder was? Ich verstehe es nicht. Vor allem zeigt es ja auch nichts mehr an, wo was ist. Hier waren wir ja schon überall. Ist durstig, ja. Trink doch was. Wenn das ich die vorhin übersehen habe. So, wir gehen nochmal alles durch. Wir laufen hier runter. Wir schießen die Tonnen hier kaputt. Hier waren wir doch auch schon. Hier waren wir definitiv auch schon. Definitiv, wir kommen hier rein. Hier, blub, blub. Hier. Hier geht's nur hier rein. Mehr Platz ist innen. Sehr gut. Hier sind die zwei Geschichten hier. Sehr gut. Hier kann man nirgends hoch. Hier ist die Geschichte. Dann kommst du hier rein. Hier waren irgendwelche Trottel. Hier kommst du nie rein. Hier kannst du nichts machen. Gut. Dann gehen wir hier hoch. Dann kommen wir hier hin. Hier ist natürlich nochmal zu. Dann kommst du hier rein. Gehst du hier rein. Babbelab. Und läufst du die Geschichte hier lang. Hier ist auch nichts. Zap, zap. Hier, dann gehst du hier rein. Da waren hier ein paar Vögel, hier ein paar Vögel. Haben wir alle weggemacht. Dann gehen wir weiter. Und eine Etage tiefer. Dann laufen wir hier lang. Hier kommen wir nicht rein, weil hier kommen wir später hin. Also heißt das für uns, wir gehen hier rein, ballern die hier weg. Auch weg. Gut, gehen wir wieder eine Etage tiefer. Und gleich die nächste, weil wir so dumm sind. Hier ist auch zu. Hier hat sich die kleine Uschi schon mal durchgeschlagen, die kleine Drecksau. So, bevor wir hier runterfallen, gehen wir eigentlich nur hier hin. Okay, zack, bumm. Dann einen großen Kreis. Wie gesagt, hier ist zu. Dann hier hin, hier hin, hier hin. Da drüben fallen wir dann runter, weil es so eng ist. Genau, und kommen hier hin. So, wir könnten rein theoretisch noch mehr hinterlaufen. Aber hier ist er auch zu. Also können wir nur da lang laufen. Dann laufen wir hier lang.
Hier ist leider zu. Deswegen laufen die hier rein und hier kommen 80 Millionen und wollen uns hart abschniedeln. So, dann flüchten wir hier hinter. Hier sind auch noch welche. Da waren auch noch welche. Die haben gerade ein bisschen Spott gemacht. Sehr schön. Das freut mich sehr. Die müssen sich fit halten. Alles gut. Dann haben wir hier einen schönen Wanddurchbruch. Der sieht sehr gut aus. Wir könnten natürlich auch einfach durch die Tür gehen. Aber das wäre uns jetzt so einfach. So, dann gehen wir hier lang und dann kommen auch wieder 8 Millionen Zombies, weil sie einfach Langeweile haben und sie gern uns auf den Sack gehen. Sehr schön. Die haben wir natürlich dann auch wieder alle weggeschnitzelt. Gehen hier hoch, looten die Kiste und gehen nach oben. Dadurch, dass wir natürlich ja nicht so viel Wasser haben, ist das alles ein bisschen dumm. Dann gehen wir einfach erstmal ganz nach oben. Um wieder runter zu springen und nochmal ganz nach oben. Springen dann hier hin und sind dann hier. Hier haben wir dann noch ein paar Medikamente. Die zwiebeln wir uns auch noch schön rein, wenn wir so toll sind. Und dann sehen wir, ah, guck mal hier, da waren wir doch vorhin, haben reingeschaut. Okay. Dadurch, dass hier alles zu ist, gehe ich davon aus, dass wir hier nicht weiterkommen. Und wir gehen wieder runter. Dann gehen wir hier hoch. Diese Tür ist verschlossen. Das haben wir gelootet. Hier waren die ganzen Pickel-Assis. Haben hier ihre ganze Scheiße rumgesprüht. Ganz toll. Hier kommen noch ein paar Handwerker, die uns hart auf den Sack gehen. Und das war's dann auch schon. Hier ist ein Schalter, der natürlich nicht funktioniert. Hier haben wir nicht gelootet. Brauchen wir auch nicht, weil wir es nicht brauchen. So. Hier ist auch nichts. Sehr schön. Hier hüpfen wir rüber, bleiben wie immer an der Lampe hängen und gehen rüber. Hier haben wir die Tür aufgemacht. Hier kam uns wieder Bob der Baumeister und seine tollen Freunde entgegen, die uns hart auf den Sack gegangen sind. Hier ist dann auch wieder nichts, hier geht es dann wieder nicht weiter. Dann sind wir hier runter. Dann kamen wieder die Pickelhannese, weil die auch wieder schön Langeweile haben mit ein paar feralen, verbrannten Affen, die uns hart auf den Sack gingen. Okay. Und hoch. So, hier oben haben wir auch noch alle weggeballert, weil hier auch wieder ein paar waren hier. Und sind dann hier in diese kleine grüne Oase rein. Müssen wir wenigstens mal reingucken. Gut, hier ist auch nichts. Sehr schön. Dann sind wir in die Küche. Hier war der Chefkoch und seine 8 Millionen Schergen, die ein greisliches Essen zubereitet haben, das ich fast gebrochen hätte. Also es war überhaupt nicht gut. Dann gucken wir kurz hier hin. Ah, da sind wir gerade durchgelaufen. Dann laufen wir durch die Kantine. Hier ist auch nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. In den Toiletten. Ja, das Essen war wohl nicht so gut. Alles voller Durchfall. Macht nichts. Dann gehen wir hier rein ins Kommandozenträlchen. Hier ist auch wieder die Hölle los. Hier bricht auch wieder die Hölle ein und gehen uns hart auf den Sack. Haben natürlich alle weggebasht, weil wir die übelsten Profis sehen. Ah, guck mal, hier ist da, wo die dicke Modi sich durchgeballert hat. Hier ist dann das Tor aufgegangen. Hier kamen dann auch wieder alle raus. Blub, gehen uns alle hart auf den Sack. Ja, hier ist die Küche. Passt. Einmal hoch, hier mal hoch, da mal hoch. Zack, zack. Dann sind wir hier hoch. Hier in einer Elendschleife nach oben gelaufen. Hallo. Und dann sind sie uns hier wieder alle entgegengebrochen. Aber massivst, massivst. Hier geht es nicht weiter, toll. Dann hier waren auch wieder die ganzen Grünen gestanden, die uns hier hart auf den Sack gegangen sind. Auch sehr toll. Hier, okay. Hier ist natürlich auch nichts. Gut, haben wir auch alle hart weggebasht. Weil wir der King von Ring sind. Dann sind wir weiter hochgelaufen. Hoch, habe ich gesagt, nicht runter. Sind hier um die Ecke gelaufen, haben gesehen. Hier stehen sie. Hier stehen 8 Millionen wieder, die uns wieder hart penetrieren wollen. Haben wir natürlich alle weggeballert. Dann haben wir hier das Ding aufgeschlagen, haben hier alles schön gelootet, weil wir halt einfach die coolsten Max der Welt sind. Dann sind wir hier hoch. Haben noch einen weggebasht und haben gedacht, das war's. Aber jetzt stellen wir fest, die Quest ist noch nicht fertig. Und dann frage ich mich, warum zum Teufel nochmal? Warum ist diese Scheiß-Quest noch nicht fertig? Wir haben doch alle weggemacht. Es gibt doch kein Plätzchen mehr, wo noch irgendeiner sie verstecken könnte. Ich verstehe es nicht. Soll ich erst das ganze Gebäude hier abholzen, dass die Scheiße hier passt oder was?
Hier ist so nichts mehr. Verschisse nochmal, hier ist doch nichts mehr, ey. Ist das jetzt echt ein Bug, dass ich die scheiß Sechser-Quest nicht abgeben kann? Weil hier angeblich noch irgendwo ein scheiß Zombie ist. Aber mir zeigt sie auch nichts an. Nirgends. Oh, ich könnte so kotzen, ne? Und wenn ich jetzt rausgehe, ist die Quest halt auch weg. Bin so abgefuckt gerade, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich es einfach aufgeben, weil... Ich weiß nicht, wo noch einer sein soll. Hier kann nichts mehr sein. Sonst würde es mir ja auch anzeigen, dass hier noch einer ist. Das Auto ist zu weit weg, ne? Ja, scheiße. Check's nicht. Ich check es verschissen nochmal nicht. Ich kapier's nicht. Ich laufe seit 10 Minuten hier rum. Ich finde keine Zombies mehr, weil hier keine mehr sind. Ich will aber den scheiß Stuff haben. Vom Händler. Ich check es einfach nicht. Bin hart abgefuckt, ne? Aber hier sind keine... Wir sind doch alles jetzt durchgelaufen. Und wenn dann... Wenn noch irgendwo welche wären, würde uns doch anzeigen, wo irgendwo noch ein Nest wäre. Es würde es uns doch anzeigen. Und so viele, dass es nicht anzeigt, kann nicht sein. So viele können es einfach nicht mehr sein. So, wir laufen jetzt nochmal ein letztes Mal durch. Ansonsten muss ich die Quest leider aufgeben. So hart es mich gerade ankotzt, aber es ist so. Ich wüsste nicht wo. Es ist echt ein Bug, ey. Dann könnte ich so kotzen, ne? Es ist so zum Kotzen. Ja, geh einfach alles in die Luft, vielleicht kommt dann irgendwo noch einer. Aber hier kann nichts mehr sein. Hier kann verteufelt nochmal nichts mehr sein. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Also es tut mir wirklich leid, wenn ich hier jetzt rumlaufe wie der letzte Dulli. Vielleicht denkt, schlagt ihr alle eine Hand über den Kopf und sagt, oh, ist der dumm, da vorne ist immer noch welche. Aber... Ich raff's nicht. Ich raff's wirklich. Ich raff's nicht, wo noch welche sein sollten. Das ist die Geschichte, wo wir runterfallen. Aber normalerweise, wenn doch irgendwo welche wären, würde es uns doch anzeigen, wo die sind. Und genau das macht sie. Guck, hier haben wir gerade aufgeschlagen. Deswegen verstehe ich es einfach nicht. Hier ist auch nichts. Ich denke mal, da unten ist jemand, aber da ist keiner. Hier hat die Dicke aufgeschlagen.
Komm, schlagen wir auch nochmal auf. Ich würde so lachen, wenn jetzt irgendwelche rauskommen, ne? Ne, das hier unten, aber guck mal, hier ist auch noch eine Kiste. So, hier rüber. Komm, wir gehen nochmal hier rüber. Hier ist nichts. Gehen wir noch einmal hier rum. Lass uns mal hier rumgehen. So. Lass uns mal hier reingucken. Aber uns müsste es das doch anzeigen. Wahrscheinlich steht irgendwo noch einer in irgendeiner Ecke oder so. Das ist mal so eine dumme Frage, aber wo bin ich hier? Also hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Ah, das ist die Geschichte, wo ich hier oben durchgeschlagen habe, ne? Nee, hä? Okay, jetzt bin ich aber verwirrt. Na, hier ist aber trotzdem nichts. Das ist ein Haufen Loot. Aber wo die Geschichte hier ist, da war ich auf jeden Fall noch nicht. Okay. Okay. Da habe ich wahrscheinlich jetzt oben den Hauptloot aufgemacht. Aber vielleicht haben wir jetzt noch irgendwo eine Tür geöffnet. Und noch ein paar Zombies kommen. Das hat auf jeden Fall schon mal geladen. Wahrscheinlich wieder. Es hat auf jeden Fall irgendwas geöffnet. Aber das wird wahrscheinlich die Tür vom Hauptloot gewesen sein. Würde ich stark schätzen. Hier geht's definitiv nicht weiter. Ja, schon mal sehr gut. Also ich hoffe zumindest, war die Tür vom Hauptloot. Wenn nicht, müssen wir nochmal zurück, dann hat es irgendwo anders was aufgemacht. Aber es war ja überall der Strom aus, also kann es eigentlich nur die Tür vom Hauptloot gewesen sein. Das war die Geschichte. Das war die Geschichte. Hier war das, ne? Hier ist auch noch eine Work-in-Stift-Truhe. Sehr gut. Schlagschrauberqualität 4 freigeschaltet. Hier war das, ne? Genau, hier war der Raum. Okay.
Hier war der Raum. So, die Stunde der Wahrheit. Hier ist schon mal nichts aufgegangen. Trotzdem verstehe ich halt nicht, wo. Nee, es war nicht der. Das war nicht der Schalter. Das war nicht die Tür, okay. Aber wenn es nicht die Tür war. Who the fuck, welche Tür war es da? Welche Tür ist dann aufgegangen? Da bin ich jetzt überfragt. Welche Tür ist dann aufgegangen? Also muss ja doch noch irgendwo was sein. Die Tür. Die Tür ist aufgegangen. Die Scheißtür ist aufgegangen. Aber da muss ich ja irgendwo rausgekommen. Müsste ich ja irgendwo rauskommen, um die Tür zu öffnen. Also ich müsste irgendwie hier reinkommen auch. Verstehe den Sinn nicht, ja? Mit diesem Schalter hast du diese Tür, glaube ich, aufgemacht. Ja, das kann schon sein. Aber da müsste ja irgendwie anders in diesen Raum kommen. Ansonsten macht das ja irgendwie auch keinen Sinn. Aber das macht ja auch keinen Sinn, hier sich irgendwo hinzubuddeln. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Irgendwie muss doch da. Okay. Ich glaube, hier ist nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu dumm dazu bin, oder? Also rein theoretisch könnte ich mich hier durchbauen mit dem einen Ding und dann könnte ich hier rein. Alles looten. Ach, leck mich, dein Ernst. Jetzt mir hier rollen. Komm ich hier raus. Okay. Das haben wir entdeckt, aber nichtsdestotrotz komme ich ja dann auch verschissen mal wieder hier raus. Hä? Also rein theoretisch könnte ich aber auch. Von hier rein. Okay, die Geschichte. Ja. Aber. Nichtsdestotrotz. Check ich's nicht. Ich check's einfach nicht. Ich verstehe nicht, wo hier noch. Ja, ich habe jetzt hier einen kleinen, schnuckligen, süßen Geheimgang gefunden, aber der hat mir ja trotzdem nichts geholfen. Es hat ja nichts an den Zombies geändert. Hier unten geht's nicht weiter. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, dann war's das. Mehr gibt's hier nicht.
Ciao, Kakao. Aber irgendwo müssen doch dann auch die Stromleitungen so ein bisschen angeschalten werden, oder? Macht das nicht Sinn? Okay. Ich kapier's nicht. Das ist einfach nur die andere Seite, oder? Ja. Ich verstehe es nicht. Ich laufe jetzt hier seit einer halben Stunde gefühlt rum. Wie so ein Dulli. Und krieg's nicht geschissen. Ist aber auch nichts mehr. Hier kann nichts mehr sein. Was soll ich denn noch trinken? Willst du mich verarschen? Na, irgendwas zu trinken? Ja, ich kann Essen saufen, ja. Da krieg ich noch Pulver her. So, eine Kartoffel. Schmutziges Wasser wäre doch auch okay. Okay. Wenigstens Toilettenwasser trinken. Besser wie nix. Besser wie nix. Ja, das ist natürlich scheiße. So. Hier war auch nichts versteckt. Gar nichts versteckt. Hier ist auch kein Weg versteckt, nichts. Ne. Hier ist auch nichts versteckt, gar nichts. Ja, ich sage, wie es ist, ne? Bleibt uns nichts anderes übrig, wir müssen sie aufgeben. So tierisch wie mich's ankotzt, aber ich weiß nicht, wo es sein soll. Ich weiß nicht, wo der andere Scheiß sein soll. Keine Ahnung. Es kann nur ein Fehler sein. Mal hier drin stand wohl raus. In der Garage. Ansonsten gibt's hier nichts mehr. Hier gibt es verschissen nochmal nichts mehr. Pass auf, ich mache jetzt nochmal. Ich mache jetzt noch ein Ding. Ich mache jetzt mal kurz Pause. Guck mal, ob ich irgendwo noch was rausfinde. Ob irgendwo was sein könnte. Ansonsten, ja, muss ich die Quest leider aufgeben. Also, wie gesagt, ich mache mal kurz Pause. Ich bin gleich wieder da und dann gucken wir mal weiter.
So, da bin ich wieder. Also ich habe mal geguckt, das ist wohl irgendwie ein Problem manchmal, weil manchmal funktionieren die Knöpfe nicht und manchmal funktionieren sie. Wenn man die, weil wenn man die nochmal drückt, triggert das ja ein Event. Und ich habe gerade ein Video geschaut, da stand drin, dass wenn das nicht funktioniert, soll man einfach mal die ganzen Knöpfe deaktivieren, also wenn sie nicht aktiviert werden können, abbauen. Und dann triggert es nochmal ein Event, dass da nochmal Zombies kommen sollen. Ah, guck genau jetzt zum Beispiel. Jetzt geht die Tür auf. Ah, okay. Okay. So, hier war ein Knopf. Einen Knopf konnten wir ja betätigen. Und irgendwo war noch ein Knopf. Also hat es wohl... Also ist wohl ein bekannter Bug in der 21, dass da manchmal was nicht richtig läuft. Jetzt habe ich gerade das Licht an. So, jetzt muss ich ja bloß die Schalter finden. Einen haben wir aktiviert, einmal haben wir zerkloppt. Müssten es noch zwei sein. Aber wo? Da habe ich natürlich jetzt nicht geguckt, ne? Hätte ich natürlich mal gucken sollen. Lass uns einfach nochmal den Weg zurücklaufen. Vielleicht finden wir ihn dann. Ach, rein theoretisch bin ich auch ein bisschen doof, ne? Ach, komm raus. So. Müsste eigentlich lang. Ich kann den Scheiß ertrinken. So, lala. Also einen Schalter haben wir schon. Zwei haben wir schon. Hier war irgendwo noch einer. Genau, hier ist noch einer. Den müssen wir noch wegmachen. Ich habe nämlich gesehen, das Video habe ich gesehen, wo der wegkam. Da kamen nämlich noch ein paar Feuer-Zombies. Die hatten wir zum Beispiel nicht. Lad mal kurz nach. Einfach nur, weil ich Angst habe. Aber bevor wir jetzt komplett aufgeben. Siehst du? Ah, jetzt. Oh, geil. Oh. Okay, da hätte ich mich jetzt wirklich geärgert, wenn ich das aufgegeben hätte. Aber jetzt sehen wir sie. Okay. Jetzt hat es nämlich nochmal was ausgelöst. Sehr gut. Oh Gott, hä? Wo ist denn das? Ist das nochmal hier? Der ist draußen, oder? Ah, sehr schön. Jetzt hat sie nämlich nochmal was getriggert. Sehr geil. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich die ganze Scheiße hier nochmal noch machen muss. Oh, fuck doch. Oder? Nee. Ist das draußen? Kurz. Hä? Ist hier auch ein Knopf oder was?
Muss irgendwo ein Schalter sein. Boah, Alter. Vollpfosten, Elenden. Okay, irgendein Schalter fehlt hier noch. Ja, der hier. Der fehlt noch. Ja, dann soll ich vielleicht auch mal nachladen. Oh, ernsthaft. Kommt ihr Trottel jetzt her? Ich hab gar nichts zu suchen. Okay. Und weiter geht's. Ja, krass, ne? Nur weil es das nicht angetriggert hat, wäre die Quest jetzt im Arsch gewesen. Ich hoffe jetzt nur, dass es hier 30 Millionen kommen, wenn wir tot sind. Ja, fast. Ja, kommt doch noch mal einige. Oh fuck, das sind ganz schön viel. Geil. Alter, krass. Okay. Also, boah, Schwein gehabt, dass ich nochmal ein Video angeschaut habe. Das wäre es jetzt gewesen. Okay, also merken. Falls irgendwas nicht stimmt, müssen wir die Triggerpunkte machen. Ist das krass? Ist das krass? Leck mich fett. Okay. Wir haben unsere Tier-6-Quest geschafft. Oh, ich könnte. Oh, geil. Geil. Ja. Entschuldigung. Ich freue mich. Geil. Nach viel, viel Qual doch die Erlösung. Ah, oh, geil. Wir haben die Tier 6 Quest geschafft. Wie geil ist das denn? Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Sehr geil. Hammer. So, dann fahre ich jetzt gleich zum Händler und gebe den Quatsch ab. 3,4 Kilometer. Dann gebe ich den Käse ab und dann gucken wir mal. Ich würde sagen, wir machen es in der nächsten Folge. So, erstmal hier. Zack. Wir machen den ganzen Spaß in der nächsten Folge. Geben wir alles ab. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge beim Händler. Da geben wir den ganzen Käse ab. Schauen mal, was er Schönes alles für uns hat. Und dann, ja. Bin ich am Überlegen, was wir Schönes machen. Also ich hätte schon, wie gesagt, wie ich euch schon vorgeschlagen, ich hätte schon Bock, irgendwie so eine schöne Horde-Base noch zu machen oder irgendwie was. Aber sagt mir doch ruhig mal in den Kommentaren Bescheid, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. Und dann schauen wir mal, ob wir da schön was zusammen basteln. Oder auch nicht, je nachdem. Also sagt einfach mal Bescheid, ob ihr Bock dazu habt oder nicht. Und dann gucken wir mal, was wir da Schönes hinkriegen. Ansonsten danke euch herzlich, dass ihr mit dabei wart. Bei der wundervollen Tier 6 Quest, die wir dann doch zum Glück noch geschafft haben. Und ja, dann danke euch herzlich, dass ihr mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Tschüss.